Spielnachträger der EV Füssen. Herzlich willkommen zur Oberliga. Und nicht zu vergessen, alle Rot-Weißen hier zu begrüßen. Unser Radio Oberlandstürmer, die 97.5. Putschi! Come on, Aubrey! Yeah, Eve! Let's go!
Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Eisportfreunde. Ich grüße die Vertreter der Presse. Herzlich willkommen. Mit den Zahlen ist es immer etwas schwächer angetreten heute aufgrund der DNL-Geschichte. Das ist ja jedes Jahr das gleiche. Am Ende heißt es dann immer, ja, DNL retten, Spieler abstellen, hinher. Alles nicht ideal, aber Peiting, erst einmal gratuliere zum verdienten Sieg. Meiner Meinung nach, vielleicht hätte man das 2-3 Tore besser gestalten können. Da waren die Jungs auf einmal, wir wollten eigentlich sehr stabil defensiv stehen in der neutralen Zone. Auf einmal haben sie gedacht, sie können da offensiv mitspielen. Im zweiten Drittel, wenn ich dann denke, da sind dann die Peitinger Konter gefahren gegen uns, obwohl wir das eigentlich genau umgekehrt vorgehabt haben. Da waren wir einfach zu euphorisch, lief auch gut, hat man sich gute Chancen ausgespielt, aber da ist Peiting viel zu clever, die waren auch sehr gut im Umschalten. Mein das letzte Spiel in Füssen war ungefähr gleich da von der Aufstellung her, nur mehr Leute, aber die richtigen Spieler von Füssen haben gefährlich, ich meine das Spiel in Füssen. Da sind wir angetreten, haben gedacht, dass wir die locker da wegschießen und haben gesehen, was da passiert ist. Und heute haben wir das besser gemacht, wir haben schon ersten Drittel haben wir Druck gemacht, wir haben mit vier Sturmreihen gespielt. Im zweiten Drittel war das am Anfang, haben wir die ersten 5 Minuten ein bisschen, sind wir unter Druck geraten und haben da ein paar Chancen zugelassen. Aber danach haben die Jungs einen super Spiel abgeliefert. Ich kann nur sagen, ich bin überhaupt nicht sauer, dass es so ausgegangen ist.